I see Mr. Hauptseite kein Hose. Geez, don't take a seat, don't unshine. Ich baller das gerade mit all meinen Reserven durch. Slide in den Club, wo die Starters sein. Hate und nasted, lad dich auf die Party ein. I'm a sin mit der Hauptseite, kein Hose. G's down, take a seat und dodge fine. Und mir geht da gerade echt die Luft aus. Ich sitze ja auch in meinem dicken Arsch auf dem Stuhl. Die Sunshine Cavalis. Und da war es total süßlich. Da war der Kehlkopf auch echt hoch angezogen. Und da hat es so ein bisschen dieses Britney Spears. Also ein bisschen den. Also ich übertreibe jetzt total. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wie ihr gerade sehen könnt, bin ich nicht in Singapur in meinem Studio. Ich bin nämlich gerade in Hamburg und das bedeutet für euch, ihr könnt mich endlich nach deutscher Zeit buchen. Mhm. Just gonna drop it here very smoothly. Yes, Queen, yes, Queen, yes, Queen! Yeah! Ja, heute habe ich gedacht, wir haben schon lange nicht mehr ein Video gemacht zum Thema, wie singe ich? Wir hatten ja, wie singe ich Never Enough, wie singe ich Halleluja, wie singe ich etc. pp. Und da wir ganz viele Schüler haben, die Shireen David richtig mögen und ich habe es ja letztens auch gerappt, um euch zu zeigen, ja, auch alte Säcke wie ich können es rappen und ihr könnt es auf Instagram sehen und ich werde es gleich nochmal am Ende des Videos reinschneiden oder ihr guckt auf Instagram, vergesst bitte nicht, mir da auch zu folgen. Da habe ich es gerappt und heute zeige ich euch, wie rappen wir Shireen Davids Hose Up, G's Down. Nummer 1. Und zwar das Ganze in Sektionen einzuteilen. Der Versuch, einfach mal alles durchzurappen, nein, das wird nichts. Sie benutzt in ihren Raps ganz viel Anglizismen. Und das heißt, für die Zunge ist es nicht so einfach, jetzt von deutscher Sprache auf englische Sprache, zu wechseln. Das Ganze muss hier natürlich auch gut aussehen, sich gut anhören, smooth sein. Und das ist für die Zunge oftmals eine Umstellung, das wisst ihr. Ey, Marbolic Spaghetti, Smitten Girls und Pink Caddy. Mhm. Motorisa, ich Trina, Trick Daddy. Durch das Valley, Kelly Girls wie Katy Perry. Gepierste Belly, ihr macht deutschen Rap, wieder sexy. Ja? Das heißt, da würde ich echt gucken, langsam, Stück für Stück, einfach erstmal das Ganze auseinanderfriemeln, weil wir haben Cold Girls wie Katy Perry. Gepierste Belly, macht deutschen Rap, wieder. Das ist eine Menge Wörter, das ist für die Zunge auch umständlich. Also bei der Karaoke-Version, die ihr hier habt, geht es direkt nach 14 Sekunden los. Und wir schauen uns nochmal an, und zwar, da gibt es auch einen Sprechgesang, der euch auch schon einen Einstieg gibt. Das war eine Frau. Hey, Ma, let's forget the girls and pick the caddy. Das heißt, wenn die Frau das sagt. Okay, lass uns mal das Ganze richtig machen. Hey, Ma, let's forget smitten girls and pick the caddy. Mona Lisa, ich trainer the trick daddy. Durch das Valley, Cowgirls wie Katy Perry. Gepierste Bellies, macht deutschen Rap, wieder sexy. Poolpartys, Sunshine, Cavalis. Willkommen in meiner Crib, ich sit, Skate Mommy. Und was natürlich, es ist anstrengend, werde ich auch nicht lügen, weil ich bin ja auch kein Rapper, ich zeige euch das jetzt nur heute vor. Aber was natürlich wichtig ist, ist der Flow. Da kennen sich Rapper selber aus. Wie gesagt, ich bin kein Rapper, aber ich helf euch ja einfach nur, dass es so vernünftig klingt, ne? Und es muss schon melodisch klingen, Rap-melodisch, nicht Musical-melodisch, wo die Sachen langgezogen sind. Aber es muss schon verbunden klingen, sagt man, ne? Also connected. Ja, dass das Ganze so ein bisschen eine Spur ergibt. Es darf halt nicht abgehackt sein. Es darf halt nicht, hey ma, Rolex Spaghettis mit Girls und Pink and Caddy. Mora Risa, ich Trina the Trick Daddy. Was sie ja auch jetzt macht, ist, wenn ihr ganz genau bei der Gesangsanalyse mal reinschaut, ich hatte das ja sehr gut durchgefriemelt, dass sie dort verschiedene, ja, verschiedene Interpretationen hat innerhalb des Raps. Und so lebt ja natürlich auch ein Song. Und dass sie dann halt Poolparty, Sunshine, Cavalis. Und da war es total süßlich. Da war der Kehlkopf auch echt hoch angezogen. Und da hat es so ein bisschen dieses Britney Spears. Also ein bisschen den. Also ich übertreibe jetzt total. Aber um euch das zu verdeutlichen, wenn wir über Gesangstechnik sprechen, es war halt sehr in dem Poolparty, Sunshine, Cavalis. Wir gehen jetzt mal inside in den Club, Booty Star Design, und das ist tricky, weil ihr habt dort eigentlich mehr Englisch als Deutsch gefühlt, sag ich mal. Slide in den Club, Booty Star Design, Hair done, Nails did, lad dich auf die Party ein. Ein bisschen nackte Haut, heute kein Hose, G's down, take a seat, don't alle schreien.
Es ist auch ein bisschen ein Mix zwischen luftig, wie mir gerade die Luft ausgegangen. Es ist auch ein Mix zwischen ein bisschen luftig sein in einigen Passagen. Seidenen Club, wo die Stars sein. Hate don't nest it, lad dich auf die Party ein. Ein bisschen mit der Hauptseite, kein Hose up. G's down, take a seat, don't touch fine. Und mir geht da gerade echt die Luft aus. Ich sitze ja auch immer mit dicken Arsch auf dem Stuhl. Normalerweise mache ich es immer mit Stehen. Ich kann nie sitzen singen, ihr kennt mich. Aber wow, wow. Also ab dem Moment hatte ich auch Respekt. Klar, es ist im Studio aufgenommen, aber versucht durchzukommen mit Luft. Ihr braucht die Luft, weil ihr merkt, wenn ihr einmal Luft holt, ist es raus. Ist es vorbei. Ihr seid raus aus dem Timing, so, ne? Slide in the club, booty star design, hair done, nails lit, lad dich auf die Party ein. Ein bisschen mit der Haut, schade kein G's up, this don't take a seat und alles schreien. Das heißt, ihr müsst echt gucken, dass ihr da vernünftig Luft holt, um da durchzukommen. Das muss ja auch smooth klingen, und ne? Lasst euch da auch am Ende hin von der Luft tragen. Das mache ich nämlich auch. Hose up, G down, take a seat und alles schreien. Ist ja eigentlich ganz luftig. Es hat nicht gestöhnt, aber es ist halt luftig ausgesprochen. Ja, gestöhnt ist immer noch der hier. Wir wollen es nicht übertreiben, ne? Aber Slide in Club, Booty Star Design, hey, dann, und da würde dir auch helfen, wenn es ein bisschen zu tief ist für dich. Da würde dir auch helfen, dass du den Kehlkopf höher bringst, ja? Slide in the club, booty star design, hair done, nails did, lad dich auf die Party ein. Ein bisschen mit der Hautschade, kein Hose up, G's down, take a seat und alles schreien. Slide in the club, booty star design, hair done, nails did, lad dich auf die Party ein. Ein bisschen mit der Hautschade, kein Hose up, G's down, take a seat und alles schreien. Ich baller das gerade mit all meinen Reserven durch. ja, aber der tricky Part ist tatsächlich das Englische hier. Und eigentlich nicht die Luft, sondern die kriegt ihr eher hin, aber die Zungenumstellung ist echt hair done, nails did, lad dich auf die Party ein. Und ihr wollt ja auch nicht Party ein altdeutsch klingen lassen, ne? Ja, das Video ist schon super, super lang geworden. Wir machen jetzt mal bis hier. Es soll euch ja nur so einen kleinen Einblick geben, wie man das so ein bisschen sehen kann, was man beachten muss. Also hier nochmal alle Tipps in Schnellreihenfolge oder im Schnelldurchlauf. Nummer 1, und zwar macht Zungenübungen, wärmt euch auf mit der Zunge, damit die Zunge flexibel ist und in verschiedenen Sprachen schnell und smooth wechseln kann. Nummer 2, ein paar Atemübungen würden dir nie schaden, und gerade wenn du Rap singst oder aus dem Rap-Bereich kommst, dann weißt du selber ganz genau, du musst diese ganzen Strophen ja irgendwie durchhauen, und dafür brauchst du was Gutes. Breath Management oder Breath Support oder auch einfach Atmung, eine richtige, vernünftige Atmung hilft dir da. Das heißt, mach Atemübungen und auch spezielle dazu mit einem Beat. Wir haben hier zum Beispiel Count Exercises, die wir benutzen. Die gibt es auch in meinem Übungspaket. Und dort wird es einmal richtig durchgetaktet. Denn nur in so einem Taktgefühl einmal durchatmen hilft wirklich, als nur Flussschuss oder muss ausatmen. Nummer 3 ist hier auch nochmal Interpretation, und zwar benutzt du einfach einen höheren Kehlkopf, machst du das Ganze so ein bisschen mehr niedlicher, weiblicher, ein bisschen mehr sexy. Wie viel Look willst du da jetzt eigentlich benutzen? Machst du da einen gesenkten Kehlkopf, der das Ganze noch ein bisschen, ja, eben süßlicher macht oder verändert, den Sound verändert? Machst du vielleicht den Kehlkopf ganz hoch und dann klingt es so, hey, der nächste, lass dich auf die Party ein, oder klingt es vielleicht ganz anders? Das heißt, du musst auch gucken, wie interpretierst du das Strophe für Strophe. Und last but not least würde ich dir hier auch nochmal empfehlen, das Ganze in Sektionen unterzuteilen und immer in Abfolge mit dem Tempo. Tempo ist ganz wichtig, der Beat ist ganz wichtig, du musst in der Zeit sein, du hast ein Time. Wichtig ist ja auf jeden Fall Timing, und teile dir das ein, Strophen für Strophen, so habe ich es auch gemacht. Ja, jetzt zum Schluss hier nochmal meine Version von Shireen Davids Hose Up, G's Down. Und ich sehe euch in meinem nächsten Video. Schaut doch mal jetzt rein in die Gesangsanalysen, die ich von ihr gemacht habe. So, ich drücke euch aus Hamburg und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Mit Power singen, Mixed Voice lernen oder dich auf dein Casting vorbereiten? Das und vieles mehr findest du in meinen Übungspaketen schon ab 16,99 €. Außerdem Einzel- und Gruppenunterricht als Online-Kurse von zu Hause aus. Werde Teil der zukünftigen Starke Stimme Academy ab 19,99 € und sieh, was dich dort erwartet. Schau vorbei unter tanjalevyvocalstudio.com. Mit Power singen, Mixed Voice lernen oder dich auf dein Casting vorbereiten? Das und vieles mehr findest du in meinen Übungspaketen schon ab 16,99 €. Außerdem Einzel- und Gruppenunterricht als Online-Kurse von zu Hause aus.
Werde Teil der zukünftigen Starke Stimme Academy ab 1999 und sieh, was dich dort erwartet. Schau vorbei unter tanjalevyvocalstudio.com.